Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Game One. Dies ist eine Illusion, wir hassen uns und haben das bereits in 6 Royal Beef Schlachten auf Game One.de bewiesen. Hä? Du die Herre, richtig geil, Jungs. Jetzt die Königsdisziplin. Ja. Teil 7, Halo 3. Da freue ich mich drauf. Da freue ich auch richtig gut. Beef ist das Fehlen von jeglichem Spaß, das Fehlen von Freundschaft. Das ist im Prinzip Beef. Genau, heute bei Game One das völlige Fehlen von Freundschaft mit Nils. Etienne, aka das Gesicht. Budi. Und Simon. Im Kampf auf Leben, Tod, Gedeih und Verderben. Heute zeigen wir euch die Zusammenfassung der besten und der gemeinsten Momente der inzwischen 7. Folge. Diesmal Simons Lieblingsspiel Halo 3. Die Regeln sind einfach. 3 Runden à 10 Minuten. Wer am meisten fragt, gewinnt. Wie im echten Leben. Bevor es losgeht, müssen natürlich noch ein paar Vorbereitungen getroffen werden, um die Fairness zu gewährleisten. Das fixiert mich nur besser, sodass ich mehr wie eine Waffe werde. Dass ich mehr wie eine... Nein, das nicht! Okay, weißt du, von mir aus? Okay! Ich bin dabei. Hallo, mein Name ist Budi und ich werde gewinnen. Es geht los! Ob das wohl stimmt? Runde 1 beginnt auf der Karte High Grounds. Und sofort gibt es erste technische Probleme bei Budi. Ein ganz schlechter Start. Nein! Oh nee! Wer war hier dran? Wer war da? Meine Steuerung ist invertiert. Dran! Meine scheiß Steuerung ist invertiert. Ich muss kurz... Ey, das ist unfassbar. Was ist denn? Nee, ihr spielt weiter. Jeder ist für sein Equipment selbst verantwortlich. An diese Aussage wird Simon noch zurückdenken. Hier sehen wir, wie Etienne sein berühmtes Kampfgesicht einsetzt, um seine Gegner zu verwirren oder zu paralysieren. Ah! Hilfe, gib mir mal mein Pad, ihr Penner! Warum habt ihr mich festgeklebt? Fuck! Und da ist ja wieder der scheiß Booty-Abstauber. Anti-Booty-Sentiments. Kommt immer nur dann, wenn alles fertig ist. Wallen langsam auf. Was? Oh? Ich vernehme das Senken von Energieschildern. Dann gehe ich wohl mal aus meiner Deckung. Könnte ja sein, dass bald was kommt. Oh, komm! Ein kleiner, freundlicher, kumpelhafter Bodycheck. Wir kommen zum aktuellen Zwischenstand. Budi liegt trotz anfänglicher Probleme auf Platz 1 vor Simon. Nils und Etienne teilen sich die letzten Plätze. Wir will da nur in deinem Gebiet. Komm jetzt her! Das war schön abgestaubt. Das war richtig professionell abgestaubt. Da habe ich nicht die geringste Mühe mit gehabt. Das war ein Punkt, der wurde mir geschenkt. Abstauben liegt immer im Auge des Betrachters. Komm, du f***t jetzt! Ja, aber ich kann weiterschießen. Scheiße. Oh Mann, 10 zu 11, Alter. Das geht ja wohl mal gar nicht. Das hast du nicht annähernd verdient. Mann, fick dich, Budi, du Arsch! Ja, genau! Überhaupt nicht, was ihr alle gegen mich habt, echt. Ich weiß auch nicht, was haben eigentlich alle gegen Budi? Dieses Abstauben. Das ist ein großes Thema, glaube ich, hier, ne? Abstauben, ja? Also der Budi hat sich, glaube ich, spezialisiert. Als sogenannter Abstauber. Also abstauben finde ich grässlich, finde ich grausam. Also nur Idioten stauben ab irgendwie. Ja, also der spielt unfair. Oh, der Budi stört. Da ist er wieder am Abstauben! Wenn ich den scheiß Budi nur mal sehen könnte. Wo bist du? Ah, Budi ist tatsächlich gerade unsichtbar. Schafft es aber trotzdem, sich selbst in die Luft zu jagen. Ich Idiot! Wenn das mal kein sicherer Punkt ist. Oh, ich Idiot! Ah, oh, da ist er, der Budi. Da kann er diesmal ausnahmsweise nicht von hinten kommen. Alter, wie lächerlich. Du kannst einfach nichts. Du kannst wirklich nichts, Budi. Tja, bröckelt da etwa langsam Budis souveräne Fassade? Eigentlich auch nicht. Wo hast du denn die 2 Punkte plötzlich her? Warum hast du denn 18? Das ist, weil du die ganze Zeit nur die beiden Weicheier da killst. Was? Oh komm ey, mindestens den scheiß Eddie hätte ich doch den Punkt noch kriegen müssen. Yes! Und damit ist die erste Runde mit einem deutlichen Sieg von Budi beendet. Eine besondere Schlappe für den Favoriten Simon.
Können wir das jetzt mal so klären, dass du richtig spielst? Alter, ich spiele die ganze Zeit richtig. Auch mal von vorne angreifen. Auch mal richtig spielen. Nicht in der Ecke sitzen. Aber Budi wartet halt ab, bis zwei, drei Leute schon so ein, zwei Augen verloren haben. Oder ein Bein oder so. Und dann erst kommt er rein und haut sie alle mit so einem Stuhl um. Also als Beispiel jetzt. Und das ist dasselbe bei Halo. Der wartet ab. Man muss sich das einfach mal angucken. Ich will jetzt wissen, warum du besser bist, Dirk. Ich spiele einfach nur. Ich spiele wirklich einfach nur. Du spielst wirklich einfach nur. Wir haben so oft schon zusammen gespielt. Komm, was? Zwei, drei. Was? Tja, wie dem auch sei, Runde 2 wartet nicht und beginnt in The Pit. Alles ist noch offen. Mann, Alter! Ey, ganz ehrlich, ich hab's so. Mann, ich krieg echt einen Rappblei! Ruhig, ruhig. Simon erklärt noch mal kurz die Map. The Pit ist eine Map, die ist gut, die wird gern gespielt. Mir persönlich gefällt die nicht so, weil es ist so eine typische, du schießt jemanden an und er haut 5 Sekunden später um die nächste Ecke ab. Map. Das heißt, man hat so. Man muss wirklich schon jemandem hinterherlaufen, lange und schießen und eben immer dranbleiben, dass er auch erledigt wird. Nein, du Penner! Ich hab nicht mal die scheiß Punkte gekriegt, obwohl ich euch gek***t hab! An dieser Stelle missversteht Simon den Tod zweier seiner Kollegen als seinen persönlichen Verdienst. Ah, der Budi, ey. Der spielt auch einfach mit Karma, ne? Das ist einfach so, der behandelt alte Damen gut und dafür gewinnt er bei Halo. Nee, das ist einfach... Das macht einfach keinen Spaß, mit dir zu spielen, so. Weißt du, jetzt haut er schon wieder ab, du weichst jeder scheiß Konfrontation aus, ey. Von vorne hast du nämlich nicht die geringste Chance. Na, hau mal wieder ab, oder was? Nee, diesmal nicht. Und warum kriegst du auf den Sack? Weil das nicht kannst. Simons verbale Attacken scheinen eine Wirkung bei Budi zu hinterlassen. Taktik? Ich mag die Jungs ja wirklich sehr, aber in diesem Fall von so einem Beef, da gibt's dann so viele Freundschaften nicht so. Deswegen hacke ich auch die ganze Zeit auf Budi rum, weil ich weiß, ich kenne Budi ja ganz gut, ich weiß zwar, dass er antwortet nicht darauf und er wird auch nicht assiger oder so, sondern er bleibt weiter der nette, super Buddha-Budi, den er schon immer war. Aber insgeheim ärgert ihn das schon, weil er in seinem Kopf dann die ganze Zeit drüber nachdenkt, oh, der dumme Kretschmeiz, bei jedem Kill nervt er mich jetzt und erzählt mir irgendwie, ich würde abstauben. Da steht er wieder, natürlich. Ach komm, ey, und scheiß Budi, du bist eigentlich der Schlechteste von allen. Ach so, ja, richtig. Und dann ist Budi jemand, der versucht dann, nicht abzustauben und versucht anders zu spielen, nur um es mir zu zeigen. Und wer staubt wieder ab? Wer staubt ab, der Budi? Das ist so lächerlich. Der wartet immer bis 2 Kämpfen. Ich habe wirklich versucht, ruhig zu bleiben, konzentriert zu bleiben. Ist ein sportliches Event für mich gewesen. Ich wollte die anderen drei einfach mal komplett spielerisch ausnocken. Aber wenn du da wirklich so links neben dir so einen Agro-Menschen sitzen hast, der wirklich sich nicht so sehr konzentrieren kann auf das Spiel, sondern die verbale Beleidigungsebene noch mit in diese ganze Competition mit reinnimmt, dann geht das irgendwann. Irgendwann ist das Maß halt voll. Und der hört halt einfach nicht, er hat einfach nicht aufgehört. Yes, Chubby! Nein! Mann, ey! Das war schon ziemlich geil von mir. Da habe ich jetzt schon so ein bisschen auch steif. Da kann man was für sein Ego tun. Und sich ganz entspannt wieder Alltagsding widmen. Man möchte es mal, ich glaube, die letzten 10 Male von hinten gekillt worden, abgestaubt worden, eine Granate geworfen vielleicht, das geht ja noch, aber dann auch Raketenwerfer. Also. Ah! Idiot! Das ist so lame einfach alles. Alles, was du machst, ist komplett lame und unanständig. Immerhin führ ich mal! Fuck you! Geh weg, rühr mich nicht an! Ich freue mich wieder, ich war so krass. Es gab eine Szene mal, da hatte ich das Schwert. Es gibt bei Halo so ein geiles Schwert. Und dann gibt es da so einen Move, da drückt man irgendwie eine Taste und dann morpht er sich so ran und bam! Und da habe ich mich mal irgendwo in die Ecke gelungert und habe ich, glaube ich, so 2, 3 Leute nacheinander weggelatscht. Das war echt cool. Was, ist hier der Nils mit dem Schwert oder was? Ja, war klar. Es war so klar. Ich habe es gewusst, warum bin ich hingegangen? Völlig unnötig. Mann! Oh, da kommt er nicht mehr ran, der Fuck-Budi. Mann, du mit deinem schwulen Rocket-Blaster, Budi, echt, ey. Oh, jetzt hat er keinen Schuss mehr für seinen Rocket-Blaster. Muss er nachladen! Oh! Alter, du bist echt. Oh! Oh!
Simon hat am meisten weggeletscht und damit endet Runde 2 verdient für Simon. So, jetzt möchte ich hier mal kurz klarstellen, dass ich verdammt gut gespielt habe. Letzte Runde im Halo 3 Showdown Beef. Sind bereit für die Entscheidung, wer der krasseste ist im Halo? Budi oder ich? Oder vielleicht sogar Eddie? Mein Ziel ist es, mein einziges Ziel ist es, dass der Simon nicht gewinnt. Mein Ziel ist es, dass der Simon so richtig beschissen drauf ist. Simon, der FCB des Halo. Und damit beginnt Runde 3. Budi und Simon liegen gleich auf, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und völlig unerwartet geht Etienne in Führung. Nein! Ja, Eddie, was geht ab? Komm her! Ey, der war so kurz vorm Schießen schon. Wirklich eine Millisekunde hat gefehlt. Mann! Die Nerven liegen blank. Totale Konzentration bei allen Spielern. Komm her! Was? Ach komm, das war wirklich die billigste Abstaubnummer. Was? Der Nils ist sogar vorne. Aggressionen werden konstruktiv abgebaut. Man kommt denn mit der ficken Shotgun? Wenn ich mal gut dastehe, kommt gleich ein Spaß und steht besser da. So ist es immer im Leben. Traurig, aber wahr. Hab ich dich nicht erwischt? Du Scheißspeil! Hier, Nils! Ja. Wir kommen zum Zwischenstand. Budi liegt meilenweit vorne auf Platz 2. Nicht Simon, sondern Nils. Was ist denn da los? Doch dann geschieht etwas Unerwartetes. Oder, naja, halb unerwartet. Ich weiß noch genau, wie das war. Ich hatte diesen Raketenwerfer, Granatwerfer, kein Raketenwerfer. Ich hatte diesen Granatwerfer und der furzt so kleine Granaten, auf die so ein bisschen ballistisch fliegen. Und dann kam, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich könnte mir fast vorstellen, das war Budi. Und ich schieße wirklich so pam, 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 kreisförmig wie so ein Heiligenschein um ihn herum. Anstatt, dass ich ihn einmal treffe. Und er hat mich halt ohne Gegenwehr komplett erledigt. So. Und das hat mich dann echt sauer gemacht. Hast du ihn also nicht umgefurzt? Ich kann mich auch zurückhalten, aber das war eine besondere Situation. Weil, also, das war schon, da hat sich das, der größte Teil des Hirns schon ausgeschaltet und mehr so die zweitrangigen Systeme übernommen, tatsächlich. Das Kleinhirn also. Es ist tatsächlich das eingetreten, was ich vorher vermutet habe. Wenn Simon nicht gewinnt, ist er emotional sehr instabil. Aha, meine Sprungtaste geht nicht mehr, ich habe meinen Controller gefälscht. Und Scheiß, hier, guck dir das an, ich konnte nicht schlagen. Das Ding ist im Arsch. Ja, ja. Ja, und jetzt spiele ich nicht mehr mit, oder was? Das Schlimmste war dann, dass halt keiner wenigstens mal auch nur Anzeichen gezeigt hat, Pause zu drücken oder kurz aufzuhören, während ich da meinte, okay, Leute, der Controller ist im Arsch. Wollen wir Pause machen und Neues holen? Wenn Boris Becker bei einem Spiel 3 Schläger kaputt haut, also dann kriegt er auch 9. Dann ist da halt sofort der Ball- und Schlägerjunge, der kommt an und bietet ihm mal 9 Schläger da. Dem Gott des Balles in diesem Moment und das ist bei mir nicht passiert. Ja, das war's. Kann man hier pausieren? Tja, was nun folgt, können wir euch leider nicht in der Originalversion zeigen. Wir decken nun den Mantel der Liebe darüber und synchronisieren sie für euch neu. Das T-Shirt steht dir gut. Ich hab dich ganz doll lieb. Hey, ihr seid alle meine allerbesten Freunde, jetzt noch viel mehr. So, damit beenden wir dieses sportlich-spielerische Schmankerl, das fröhliche Weihnachtsfest des Hasses, genannt Halo 3 Beef mit Budi, als klarem Sieger. Gratulation, danke fürs Zuschauen. Mehr gibt's auf GameOne.de. Das war
war schön. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Bis zum nächsten Mal.